Genau, also beim Henkel-Parkplatz installieren wir drei Parkflächen. Einmal einen Parkplatz, bei dem auch die Tore mit erfasst werden. Das heißt, wir bekommen Echtzeit-Parkdaten. Erstmal wissen wir dadurch, welche Tore belegt sind und können das immer über einen Blick in die Software einfach erfassen und sehen, dass dann so und so viele Stellflächen frei. Und den zweiten Punkt, den wir eben mitliefern, ist auch die Information, wie lange parkt dort jemand. Das heißt, es wird erfasst, wie lange dauert so ein, sag ich mal, Ein- und Ausladevorgang. Und entsprechend wissen wir auch, wie lange die LKWs auf den Warteplätzen dort warten. Und hier erfassen wir eben auch, wie lange steht im Durchschnitt hier jemand, wie lange steht jemand auch aktuell dort. Und dann bekommt man eben auch über die Software die Information, wie die aktuelle Auslastung ist. Und der dritte Parkplatz, den wir ausstatten, das ist ein Parkplatz, bei dem Anhänger abgestellt werden. Das heißt, auch hier ist dann immer die Information da, wie viele weitere Anhänger kann ich dort abstellen. Und man sieht auch einfach, wie lange im Durchschnitt ein Anhänger dort geparkt wird und auch wann eben das Umparken stattfindet.